Hurra, Sie laichen. Das ist bei annähernd guten Pflegevoraussetzungen nichts Außergewöhnliches. Und doch ist es immer wieder ein faszinierendes Ereignis. Diskusfische sind wie viele andere buntbarsche Substratlaiche. Sie legen ihre Eier von unten nach oben, schwimmend, auf einer festen Unterlage ab. Nachdem das Weibchen von unten nach oben schwimmend aus dem dicken, hervorgetretenen Eileiter die Eier fast schnurförmig ablegt, schwimmt gleich anschließend das Männchen mit seinem kleinen Samenleiter über die Eier und besamt sie. Adulte Diskus legen meist eine größere Anzahl von Eiern, wobei 150 bis 300 keine Seltenheit sind. Die Eier sind ca. 1,5 mm lang und haben einen Durchmesser von knapp 1,2 mm. Zur besseren Verständlichkeit spricht man beim Ei, bei den sich gegenüberliegenden zwei Spitzen, von Polen und von der Mitte von einem Äquator. Im Unterschied zu vielen anderen Buntbarschen kleben die Eier von Diskusfischen durch eine klebrige Schleimschicht um den Äquator mit der Längsseite auf dem Substrat. Schon wenige Stunden nach der Befruchtung signalisieren die hellen Kappen der Eier deren Entwicklung. Vorausgesetzt, die Wasserparameter entsprechen den Anforderungen und die Bakteriendichte bzw. Keimzahl im Wasser ist niedrig. Wichtig aber ist auch die Harmonie zwischen den Partnern. Während nach der Befruchtung in der Eihülle die Zellteilung beginnt und in ein Vierzellenstadium übergeht und dann als helle Kappe erkennbar die Keimscheibe bildet, stehen die Elternfische dicht, meist abwechselnd vor dem Gelege und schaufeln mit ihren großen Brustflossen Wasser gegen das Gelege, wodurch nicht nur ein Stagnieren des Wassers bzw. Sauerstoffmangel in dem die Eier umgebenden Wasser verhindert wird, sondern vor allem auch Schmutzpartikel und Mikroorganismen gehindert werden, sich auf den Eiern abzusetzen und sie dadurch zu schädigen. Die Entwicklungszeit der Embryonen in der Eihülle bis zum Schlupf liegt je nach Wasserparameter zwischen 55 und 60 Stunden. Die sorgsame Pflege der Elternfische, oftmals besonders des Weibchens, kann aber für die weitere Entwicklung der Brut auch von Nachteil sein. Absterbende Eier werden weiß, immer häufiger. Bei dem Versuch, die weißen Eier aus dem Gelege zu entfernen, werden von unerfahrenen Paaren sehr oft viele gesunde Eier mit aus dem Gelege gepickt. Dadurch wird das Gelege immer kleiner. Die dadurch häufig schwindende Harmonie zwischen den Partnern mündet mehr und mehr in Aggressivität. Selbst der Versuch, das restliche Gelege durch einen Korb vor dem Fressen zu schützen, bleibt ohne Erfolg. Die restlichen Eier werden weiß und sterben mehr und mehr ab. Fazit: Die Umweltbedingungen waren nicht ideal. Die Keimzahl war zu hoch und das Diskuspaar anscheinend noch zu unerfahren. Meist heißt es aber schon nach wenigen Tagen wieder: Hurra, Sie laichen!